von Yahweh gesagt. Diese Erde neu zu gestalten, zu verwalten, nein, zunächst zu einmal muss er erst einmal die Arche bauen, also dann kann so, er erst die Erde gestalten. Vor der, natürlich, ich dachte so nachher. Sind wir noch gar nicht. Nee, so ja, weit sind ich wir dachte noch nachher. Nicht. Ja, natürlich. Und zwar aus reiner Fürsorge, nicht nur die Menschen. Heute würden manche sagen, also wir bauen uns ein der Maler Hundertwasser hat vor einigen Jahren ja sich selbst zurückgezogen, beispielsweise nach Australien, das fernste Loch der Welt, um für sich selbst, als er vor Nuklearexplosionen sich fürchtete, eine Zuflucht zu bauen. Die Bibel sagt hier, wenn du einen Zufluchtsort suchst, und das ist ja die Metapher. Sie glauben doch nicht, dass, das sage ich als gläubiger Mensch, dass in diesem Schifflein alle Tiere der Welt drin waren. Ja? Aber die Botschaft ist mir völlig klar. Wenn du dich retten willst, dann kannst du nicht elitär mit deiner Frau und eventuell mit deinem Kindlein in ein Boot gehen. Nein, du musst die Umwelt, bitteschön, und das ist hier die Riesenbotschaft, alle Tiere nimmt er mit. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was uns unter einem damit gesagt ist. Tag und Nacht kannst du dort nicht gemütlich, genüsslich in dem Schifflein sitzen und drauf losschlachten und essen in Saus und Braus in dem Schiff, sondern du musst sie füttern, du musst sie reinigen. Das ist meiner Meinung nach erst der Umweltschützer. Er nimmt die Tiere mit und sie werden gerettet, genau wie er und seine Familie. Ich meine, 2000 Jahre lang im Christentum hat man die Bibel ja sehr wörtlich genommen und jeder, der also auch nur ein bisschen daran geritzt hat, ist mehr oder weniger verdammt worden. Das heißt, die Arche musste es nach dieser Auffassung wirklich gegeben haben, obgleich jeder simple Mensch sagen kann, die Tiere haben nicht in die Arche hineingepasst. Außerdem, wie hätte er also die wilden Tiere füttern können, wenn er auch nur Getreide mitgenommen hat? Also wie war es dann mit den Löwen? Ja, dazu ist zu sagen, dass vor der Sintflut haben die Menschen zum Beispiel ja noch vegetarisch gelebt. Ja? Erst nach der die Menschen schon, aber ja, nein, die wilden Tiere nicht. Wer weiß, weiß ich nicht. Aber ich sagte ja vorhin schon, ich erachte die Geschichte als eine Metapher. Denn ein solches Schiff können wir heute ja nicht einmal herstellen, mit einem ganzen Zoo hineinzupacken und so weiter. Also ich glaube es auch damals. Es hätten ja höchstens 3 oder 4 Elefanten Platz gehabt. Und ich glaube es auch damals nicht, aber das ist nicht wichtig, dass wir zwei hier sitzen und für unsere Zuschauer diese Frage diskutieren und ihnen ans Herz legen. Die Tiere sind dem Noach anvertraut zur Bewahrung und du, lieber Noach, kannst nicht allein überleben, wenn du nicht dafür sorgst für deine Umwelt. Ja? Und das ist für mich die Botschaft. Und dass es eine Menge Arbeit braucht, um, so wie das uns erzählt wird, eine Menge Unruhe braucht, dass er alles auf sich nimmt und die Tiere mit hinüberbringt in das neue Leben. Und das neue Leben bringt eine Konzession mit sich, dass die Menschen verlangen, die Männer wahrscheinlich hauptsächlich, verlangen auf einmal eine bestimmte Quantität, das ist das hebräische Gesetz, das sogenannte Koschergesetz, von Tierfleisch zu verzehren. Und das ist sehr eingegrenzt. Bis zu der Sintflut waren die Menschen vegetarisch und es spannt sich ein großer Bogen. Der Text ist ein bisschen alt, sehr archaisch formuliert. Der einst, wenn der Messias kommt, wird es wieder vegetarisch zugehen. Wir haben von da an die 7 noachidischen prinzipiellen Gebote, die wir auch bei Paulus und bei anderen wiederfinden, die Vorläufer der 10 Gebote, das Prinzip. Das aller, was mich am meisten vom Hocker reißt sozusagen, ist unter den Verboten, die Tierquälerei, das muss man sich mal bedenken, die Tierquälerei ist verboten und B, unter den Geboten die Einführung einer Gerichtsbarkeit, damit wir nicht wie eine Horde, wie auch bis ins 20. Jahrhundert, einander ausgeliefert sind, sondern es gibt das Gesetz und die Gerichtsbarkeit, das beruhigt mich. Das sind Folgen. Also Gott gibt im Grund die ganze Schöpfung in die Hand Noachs, seines Gerechten. Das heißt im Grunde auch, dass er seine Schöpfung doch bewahrt wissen will. Und der ursprüngliche Plan, ich vernichte jetzt alles, weil ich mich über diese Kerle so geärgert habe, damit in irgendeiner Weise doch wieder aufgehoben ist. Das heißt, die schützende Hand über allen Geschöpfen, über allen Pflanzen, über den Tieren und über den Menschen bleibt vorhanden. Selbstverständlich. Wir kriegen eine neue Chance. Und das heißt, es ist ein ganz neuer... Die Menschheit neuer, kriegt eine neue Chance. Es ist so ein ganz neuer Anfang. Ja. Und insofern, jetzt komme ich wieder auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, kann man vielleicht doch davon ausgehen, dass im Gedächtnis der Menschheit dieser Einschlag aus dem All, der ja so gut wie alles vernichtet hat, naturwissenschaftlich genau das wiedergibt, was ja auch dann in der Bibel der Fall ist, es wird dunkel, es regnet und dann kommt erst der Regenbogen wieder. Dies alles passiert ja nach einer solchen kosmischen Katastrophe. Ja.
Und das Aufwachen noch einmal des Lebens aus dieser Katastrophe heraus ist der Neubeginn, ist im Grunde dann und erstaunlicherweise der biblische Schöpfungsbericht. Ja. Das heißt, der setzt, wenn man in die Geschichte der Erde hineinschaut, eben dann so etwa 10.000 vor Christus ein. Was vorher war, ist ja nicht im Gedächtnis der Menschen geblieben. Da kann ich schon wieder nicht mitgehen, denn ich sagte Ihnen ja schon, also es kommt darauf an, wie wörtlich, es ist immer dasselbe. Nehmen Sie die Bibel ernst oder nehmen Sie sie wörtlich? Ich nehme sie sehr ernst, aber nicht wörtlich. Ich kann nicht sagen Jahre, 10.000 vor, so wie wir heute unsere Jahre zählen. Das kann man nicht, ich sagte Ihnen doch schon. Wie alt war er noch? War er 900 Jahre? Hat der König von Assyrien 65.000 Jahre regiert? Das waren verschiedene Zugänge. Genau wie Sie heute Beduinen haben, die sagen, ach, bleib noch eine Zigarettenlänge bei mir. Oder geh einen. Das ist ja völlig unerheblich, ob der noch 600 unerheblich. Oder 800. Es ist unerheblich. Unerheblich. Ja, unerheblich. Es fängt erst an, erheblich zu sein, im Moment, wenn diese Nomaden, das waren sie alle, wenn diese Nomaden sesshaft werden, dann kann man zählen nach Ernten. Und das ist bei Abraham der Fall. Dann, oder nach dem Mond, das ist das einzig Zuverlässige. Also so, dass es mir unerheblich ist, ob es 10.000 Jahre vorher oder nachher ist. Es ist mir auch eine andere Botschaft sehr wichtig, dass sich wiederholt in dieser zweiten, nennen wir sie mal zweiten Menschheit, wiederholt sich, dass seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das heißt, das ist ein Segen. Und zwar auffallend genug im ersten Buch Moses, also wo, was heute unsere Quelle ist eigentlich, ist kein Auftrag, diese Erde zu sprengen, ja, und sich zu vermehren auf Bauer komm raus, nicht? Sondern seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist ein unglaublicher Segen zu einer Zeit, wo es Krankheiten gibt und Epidemien und Kindersterblichkeit und Kindbettfieber und Kriege und Überschwemmungen und alles Mögliche. Das ist ein großer Segen. Aber nicht, was wir heute haben, das Problem, mehret euch, bis dass die Erde platzt. Ja, jetzt müssen Sie uns aber doch zunächst einmal die Geschichte erzählen, wie sie sozusagen im Ablauf sich entwickelt hat. Der ja, Noach baut die Arche und was tut er alles hinein nach dem Auftrag Gottes und wie kommt er schließlich wieder aus der Arche raus? Ja, wie er aus der Arche wieder rauskommt, ist, er schickt zunächst einen Raben raus. Nein, zuerst muss er mal... Also wir wieder rein. Er nimmt rein sieben von den sozusagen koscheren Tieren und das ist sehr vernünftig gesagt, er muss ja irgendwas leben, nicht? Also das ist sehr eingegrenzt, daher kommen die Speisegesetze, nämlich Rind, Huhn und weiß ich, was essen wir noch? Schafe. Schluss, aus. Ich muss ja nicht essen, weiß ich, Austern oder Schildkröten von Südamerika oder Lobster oder dergleichen oder Hummer, sondern effektiv, was die Menschen brauchen für Proteine. Daher haben wir die Differenz, da nimmt er sieben und von den anderen nimmt er weniger, denn er und seine Familie müssen ja auch essen. Aber das heißt doch, also, er soll von all den Tieren also ein Pärchen nehmen. Ja, aber davon denen, ich habe jetzt Ihre Frage vorwegnehmen wollen, warum er von einigen mehr wie ein Pärchen nimmt. Ja? Denn er muss ja A, die Tiere füttern. Das ist eigentlich eine Geschichte für Kinder, für kindliche Gemüter, für den einfachen Menschen. Denn das Kind im Kindergarten fragt, und was haben denn die Tiere die ganze Zeit gegessen? Ja? Also wird müssen uns, eigentlich verhungert sein in diesen 40 Tagen. Nein, also es wird, die Arche ist so konstruiert und so gebaut, dass genug Reserve drin ist, um sich selbst und seine Familie und die anderen Tiere zu füttern. Und da ist sogar darauf geachtet, wie ich schon angedeutet habe, auf das sogenannte Koscher-Essen, das Taugliche, was eigentlich ein sehr avantgardistisches, eingegrenztes das heißt, Essen ist. Die Blutgesetze sind da schon. Also sind schon da. Gekommen. Und wenn er dann rauskommt, ja, du sollst nicht essen auf Luxus, auf Bauer komm raus. Vorher haben wir doch gar nicht gegessen. Ja? Und Sie wissen doch, dass zum Beispiel heute noch Völker da sind, die lebendig, meinetwegen Fisch oder lebendige Austern oder sie reißen dem Frosch, ich weiß nicht, ob Sie persönlich, aber in guten Lokalen reißt man dem Frosch lebendig einen Schenkel heraus, nicht? Und, oder man übergießt die Schnecke mit heißem Wasser, das ist alles verboten. Ja? Also du sollst die Tiere nicht quälen, nicht am lebendigen Fleisch, und das nennt man am lebendigen Fleisch von damals an.
Nun hat er also diese Sache gemacht, sorgt sich um die Tiere. Und die Bibel erzählt es Tag und Nacht. Er hat überhaupt keine Ruhe mehr, er und seine Familie. Es hat vor allem geregnet und geregnet. Und die bildende Kunst der Welt hat er immer wieder, also diese Arche, die Kirche dargestellt vor allem, hat sie also hinein in die Ikonografie genommen. Natürlich, die Kirche hat das nachher, das Judentum hat ja keine Malerei gehabt, sollte kein Bildnis machen. Das ist ja erst relativ neu. Später gekommen, die jüdische Malerei ab 18. Synagogen sind dann ausgemalt worden. Mit herrlichen Arabesken und dergleichen. Man hat auch mit bildlichen Darstellungen. Aber keine Menschen. In den Synagogen gibt es keine Menschen. Mit Ausnahmen in Dura Europos oder Bet Alpha, wo man dann gesagt hat, aber Dura Europos ist eine wunderbare Synagoge mit Menschendarstellungen. Ja, sage ich doch. Das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Nicht? Du sollst dir kein Bildnis machen. Bis dann, apropos, das ist in Klammern sei es gesagt, im 18. Jahrhundert kommt dann ein Bruch, als die Ghettomauern gesprengt werden, dann kommen Pissarro, Modigliani und bis hin zu Liebermann und Lilien und Chagall. Also dann kommt ein großer Bruch. Dann gibt es jüdische Maler. Vorher gibt es dann als...